Zurück im hohen Norden des Wilden Westens. In der letzten Folge hatten wir es mit den Bigfoots zu tun. Und wir sind dafür verantwortlich, dass sie mit ausgerottet wurden. Scheiße. Die waren so nett. Das waren wirklich nette Kreaturen. Die waren wirklich überaus freundlich. Und in Wirklichkeit essen die nur irgendwelche Beeren und Pilze. Und die essen gar keine Kinder. Also lasst es euch gesagt sein, wenn ihr mal einen Bigfoot trefft, einfach Handshake, High Five. Hey Junge, alles fresh. Ich habe dir ein paar Beeren mitgebracht und ein paar Pilze. Aber passt auf, welche Pilze ihr pflückt, das lasst euch gesagt sein. Denn sonst seid ihr nachher wieder für die Ausrottung der Bigfoots verantwortlich. Obwohl, damit müssten sie sich ja auskennen. Und wusstet ihr eigentlich, dass Bigfoot reden kann? Ja. All das könnt ihr euch nochmal anhören in der letzten Episode. Aber jetzt geht's mit dieser Episode weiter. Ich spring mal von meinem... was macht ein Pestilenz da? Und warum hänge ich hier fest? Und warum komme ich hier nicht mehr raus? Na, mit ein paar Hypern geht's. Pestilenz, auch gut drauf, ey. So. Wir gehen einfach mal in unsere schöne Heimat. In unsere schöne Hütte. Was sind wir eigentlich für Outfits? Haben wir mittlerweile... Ach, wir haben noch die ganzen alten Dinger. Wie geil. Untotenjäger. Der Schlafanzug, Cowboy-Outfit. Der Staubmantel, den nehmen wir mal wieder. Komm. Ja, yeah, das passt doch schon viel besser. Okay, warte mal. Nee, ach scheiße. Ich muss jetzt mal noch auf die Karte gucken. Sorry. Muss leider sein. Wo wir denn genau hin müssen. Und zwar hier runter. Zu Rio Bravo. Fort Mercer müsste der doch sein, oder? Ah nee, der ist woanders mittlerweile. Doch, Fort Mercer. In der Nähe ist er auf jeden Fall. Dann wollen wir mal zu Fort Mercer auch reisen. So. Zum Zielort reisen. Und jetzt. Fort Mercer haben wir da drinnen. Und rüber da. Da müssen wir nicht den ganzen Ritt machen. Weil das ist ja schon eine ziemlich große Entfernung. Fort Mercer liegt nicht gerade um die Ecke. Das ist schon, ja, ist schon ein paar Kilometer. Wobei hier natürlich auch der Wilde Westen ziemlich stark zusammengeschrumpft wurde. Wenn man überlegt, wie riesig eigentlich das Gebiet ist. Bis du von der Wüste in den Bergen bist. Da würdest du eigentlich tagelang reiten. Und du bist auch nicht mal eben so in Mexiko. So mal eben um die Ecke quasi. Okay, ich klettere schnell da hoch am besten. Da muss ich mich gar nicht erst mit den Typen anlegen, die da schon knurrend hinter mir stehen, weil die Hunger haben wieder, Appetit. Obwohl John Marston bestimmt nicht bekömmlich ist. Hey, alles fresh. Na klar, aber sicher doch. Aua, Fuß verstaucht. So. Und jetzt müssen wir hier eigentlich mal einfach nur unser Pferdchen rufen. Warte, können wir hier eigentlich raus? Nee. Können wir nämlich nicht. Dann springe ich da einfach wieder runter. Dann komme ich daher, wo ich gekommen bin. Weil eigentlich wollte ich ja gar nicht zu Fort Mercer rein. Sorry. Ich war gerade so überrascht, weil das hier so cool aussah alles. Weil die das so im Griff haben. Das erinnert mich echt übelst an das Gefängnis für die... die Walking Dead vielleicht schon ein bisschen länger gucken oder länger geguckt haben. Nicht das Spiel, sondern eben die wirkliche TV-Serie. Dieses Gefängnis da, wo die sich verschanzt haben. Wo ist denn jetzt nochmal zur Hölle? Scheiße. Ach, hier ist sie ja, die Leiter. Okay. So, und die würde ich jetzt gerne benutzen eigentlich. Ah! Nein, den Fuß wollte ich mir eigentlich nicht verstauchen. Gut, Pferdchen. Bitte komm schnell. Bitte komm schnell. Ich habe hier ein paar Probleme. Pestilenz oder Rambo. Aua, hat er gerade auf mich geschossen? Oder war das ein Typ von oben, der auf diesen Zombie da unten geschossen hat? Da ist es ja. Auf dich ist doch noch verlassen. Boah, was war das? Alter, was ist das? Was ist das zum Teufel gewesen? Vor allem, wie schnell ist das, bitteschön? Wie schnell war das, bitteschön? Und wie kreischt das? Normal kreischen die doch nicht so, oder? Ah, scheiß Baum. Schlimmer als ein Untoter. So, Wes Dickens, wir kommen. Wir halten uns jetzt nicht weiter auf. Ich habe mir jetzt schon genug wieder rumgetrödelt. Wes Dickens, Heilmittel für die meisten Gebrechen, was natürlich wahrscheinlich kein Heilmittel sein wird. Und wir reiten natürlich wieder in die falsche Richtung. Hä? Naja, dann halt... Jetzt entscheide ich mal, Navigon. Ja, dann reiten wir jetzt hier lang. So. Ach, Mensch. Nächste Ampel rechts. Das ist ungefähr so wie die Geschichte von dem einen Typen, der mit seiner Fähre, nee, der eigentlich auf eine Fähre fahren wollte, da das ganze Navi irgendwie angepingelt war.
Und dann ist er einfach in den Fluss gedüst, weil das Navi ihm das gesagt hat. Na, das Navi wird schon wissen, wo es lang geht. Also nicht immer auf den Navi verlassen, immer ein bisschen aufpassen. Da gibt es schon krasse Geschichten über Navigationssysteme, wobei ich ja auch sagen muss, wenn ich den Ort nicht kenne, Navi an, und du merkst es dir auch überhaupt nicht, oder brauchst du, glaube ich, jemand Hilfe, weil du einfach echt dem Navi nachfährst. Du merkst dir voll wenig Wege nur noch. Das ist genau wie mit Telefonnummern, seit es Handys gibt. Früher konnte man voll viele Telefonnummern auswendig. Mittlerweile kenne ich fast keine mehr. Ich bin froh, dass ich meine eigene kenne. Der Gronkh kennt nicht mal seine eigene Handynummer auswendig. Er muss immer nachschauen. Wahnsinn, ne? Aber so ist das heutzutage. Okay, jetzt müssen wir in der Nähe sein. Und da ist er. Wes Dickens. Satisfied customer, Mr. Wes Dickens. Oh, hello, John. Yeah, poor fellow can't get enough. As I see. Get rid of him, would you? Why? Well, because we're old friends. No. Because we'll team up and fight the forces of darkness together? No. Because I've got something you want. Trust me, you cynical bastard. Oh. Oh, thank you, dear boy. Oh, thank you. Oh, oh, well. Oh, did you get the stuff? Of course. Oh, excellent. Oh, wait just a minute. Wird da etwa gerade mein Pferd von dem Puma abgeschlachtet? Mach voran, West. Now these should help. If I've got my mathematics correct, they'll blow the buggers apart. And if you've got your sums wrong? Oh, ye of little faith. Now listen, John. You're going to need some more serious weaponry. I've got a plan, but you need to pick up some old parts at Riley's Charge. Another shopping trip. Well, excuse me if my efforts at salvation are interrupting your busy social calendar, John. I'm only trying to help because... Because we're old friends. I know. You better not be wasting my time. Me? Never. Perish the thought. Na, dann mach's mal gut, West. Und Pestilenz lebt noch. Ich hab's gesichtet. Ach du Kacke. Finde die alten Teile in Rileys Charge und bring sie zurück zu West Dickens. Okay, schauen wir auf die Karte, wo das denn ist. Hier unten hätten wir auch noch eine unbekannte Person. Schmutz und andere Unterhaltung. Das hört sich gut an. Und da müssen wir hin. Heilmittel für die meisten Gebrechen. Gar nicht so weit entfernt, dieses Gebiet. Das könnten wir theoretisch noch zuerst machen. Oder gehen wir zuerst noch zu dieser Person. Komm, machen wir das mal. Die ist ja direkt um die Ecke quasi. So, zum Glück lebt das Pferd noch. Und Vorsicht, da ist der Puma irgendwo in der Nähe. Ich habe den schon wieder gesehen oder gehört. Und die sind so bitter, wenn du von so einem Puma weggeflasht wirst. Alles andere als lustig. Oder eigentlich schon ein bisschen lustig. Für euch. Weil ihr mich dann wieder schön auslachen könnt. Ja, ja. Ihr seid so gemein zu mir. Nee, Quatsch. So, okay. Da vorne müssen wir hin. Ich muss die Ortschaft retten. Ich muss diese beschissene Ortschaft retten. Gibt's noch was anderes als Ortschaft retten, bitte? Irgendwann mal hier. Viele Leute haben denn hier bitte Probleme. Kann ja wohl nicht sein, ne? Okay, nächster bitte. Da vorne kommt doch noch so ein kopfloser Typ. Bald kopfloser wahrscheinlich zumindest. Sag bloß, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Yeah. So, kommt her, ihr Penner, hä? Mutti. Oh, so nah wollte ich da gar nicht ran. Shit, ich bin gar nicht, was ich gerade mache. So, sauberer Treffer. Und noch ein sauberer Treffer. Exekution. Exekutive.
Wow, jetzt wird's doch ein bisschen heftig gerade. Ich habe das schon ein, zwei angelockt. Kein Wunder, Schüsse locken Zombies an, wie man so schön sagt. Aber hey, guck mal da oben, was meine alten Augen da sehen. Komm schon, da kommst du hin irgendwie. Alter. Oh mein Gott, Johnny Boy. Und Sarazar in Kombination, das geht nicht. Ich will doch noch da oben hin und die dann alle fein säuberlich ausmerzen. So, einmal noch weglocken. Jetzt einmal bitte vorbeilassen, du stinkender Fisch. Ja, und jetzt gehe ich hier hoch. Ciao, Jungs. Vielleicht könnt ihr euch die Radieschen von unten anschauen, denn ich gehe hier hoch. Und von da sniper ich die einen nach dem anderen weg, sage ich euch. Einen nach dem anderen. Hey, Freunde. Ich wollte euch nur zur Hilfe eilen. Schön, dass ihr mich willkommen heißt. Ja, ja, danke. Ja, nee, keine Ursache. Oh, von hier sieht man die gar nicht so gut, fällt mir jetzt gerade erst auf. Habe ich ein bisschen große Töne gespuckt und dann sowas. Komm schon, habe ich da irgendwie noch einen anderen nicht gesehen? Da vorne schnell. So, zwei hätten wir schon ausgemerzt. Die liegen. Ah, die sammeln sich jetzt um diesen ganzen... Warte mal, da habe ich doch eine Idee. Das lockt doch die Untoten an. Dann werfe ich das mal so ein bisschen da vorne hin. So gehen die jetzt auch wirklich dahin. Doch, ich glaube, das zieht die wirklich langsam an, oder? Ja, die bewegen sich dahin. Super, dann kann ich die nämlich viel besser ins Visier nehmen. Dafür ist das dann doch recht praktisch, muss ich ja sagen. Muss ich hier gestehen. Hat der West Dickens mal einmal was Vernünftiges in seinem Leben fabriziert. Allerdings ist die Waffe jetzt hier... Muss ich mal die Waffe wechseln. Also ich weiß nicht, ob der da hinten tot ist. Aber das ist, glaube ich, eine gute Nummer. So, jetzt sag mir... Komm, die Winnie. Winnie Winchester. Die ist immer verlassen. Schon seit 20 Jahren. Jo. Jo, schöner Nackentreffer. Geh ruhig dahin, wo es riecht, du Arsch. Komm. Ach du Scheiße, jetzt läuft da, kriege ich die nicht. Ah, die kriege ich. Und die kriege ich auch, die Mutti da, die Dicke. Mutti, warum eigentlich Mutti bei der? Die sind übel, die Dicken, weil die können ja so Anlauf nehmen und dann rammen. Okay, dann machen wir es jetzt nochmal, weil die neue Welle hat natürlich noch nichts von unserem tollen untoten Köder zu riechen bekommen. Stapeln wir die da einfach. So, und jetzt rennen die da hoffentlich auch alle hin. Oh, mein Pferd soll ich gar nicht rufen. So, vielleicht kann ich hier noch so ein paar Schädelschüsschen verabreichen. Fein säuberliche. Jetzt natürlich gut, dass ich so einen großen Monitor habe bei solchen Nummern. Cool, die habe ich erledigt. So viele sind da unten noch? So viele sind das doch gar nicht mehr. Ach du Scheiße, jetzt kommen die da alle an noch. Da vorne ist noch eine junge Dame. Die dringend das Zeitliche segnen müsste. So. Hat mich mehr Dead Eye gekostet, als gebracht hat. War nicht so geil. Oh Leute, ich will ja heute nochmal weg von dem Türmchen, ne? Wäre doch eine gute Angelegenheit. Ich glaube, es geht echt schneller, wenn du dich einfach da unten mit denen anlegst. Stehe ich hier zu nah am Gitter oder was? Ach du Kacke. Komm schon, friss Blei, du Penner. Oh, ich brauche doch nur eine Granate oder sowas. Habe ich nicht noch irgendwas? Alkohol. Molotow-Cocktail. Ah, das ist doch kacke. Komm, ich gehe jetzt runter. Ich räume jetzt richtig auf. Das wird mir sonst zu blöd hier von hier oben. Das dauert ja 2 Jahre und 18 Jahreszeiten. Ja, ja, ich komme ja schon. Komm, ich rutsche runter und jetzt nehme ich es mit euch auf, ihr Arsche. Mach's auf die altmodische Art und Weise. Genau auf die. Ah, so macht's auch viel mehr Spaß. So gibt's auch viel mehr Action. Jo, guter Mann. Guter Mann. Das mag ich gar nicht. Okay, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Wer hat noch nicht? Hä? Wer hat noch nicht? Oh, ich habe auch noch nicht übrigens.
Aber ich will auch gar nicht. Pam. Pam. Und durch dich nehme ich so durch hier. Oh fuck, jetzt aber schnell. Scheiße. Das tut weh. Das war meine linke Schulter. Wo ist denn der andere? Ach, da hinten. Okay. Der wäre schon mal Geschichte und jetzt noch den anderen vorknüpfen. Und dann ist die Sache durch. Oder die andere. Und die Sache ist durch. Sorry, Freunde. Hat sich ein bisschen in die Länge gezogen. War nicht so spektakulär vielleicht, aber trotzdem ganz lustig. Vor allem, wie wir dann unten durchgezogen sind. Das war doch cool. So schnell mal die Leichen durchsuchen. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Munition wieder. Also von den Türmen ist das schon echt viel Zeug. Also wenn du nicht so gut zielen kannst wie ich jetzt mit dem Analogstick. Und ich glaube, das werde ich auch nie lernen. Ich glaube, das lernst du bei der PlayStation erst, wenn du einen Shooter auf der PlayStation zockst, so richtig intensiv. Und das mache ich nicht, wenn du einmal mit Maus und Tastatur einen Shooter gezockt hast. Da krieg ich einen Krampf, ganz ehrlich. Das werden die viele verstehen, die auch lieber einen Shooter auf dem PC zocken. Ist natürlich einfach eine Geschmacksfrage, was man sich zuerst so angeeignet hat. Wobei die Frage auch ganz interessant ist, ob so ein PC-Shooter-Spieler einen PlayStation-Shooter-Spieler fertig machen würde. Die hätte ich auch schon mal in einer Battlefield-Folge gestellt. You okay, Mister? Mr. Marston, well, I might have guessed you wouldn't have got the Lurgy yet. Not yet. I'm trying to help my family. Yes, quite the hobby of yours, that. Sure. Listen, any idea what the hell's going on here? No, but it's brilliant. Man turned against man. Kind-hearted neighbors turned into savage, flesh-eating monsters. Dis hit? It'll make a fantastic movie. Who would enjoy that? What? What kind of sick person would like that? My kind sir. The lowest common denominator. My people. You're gone, friend. On the contrary, sir. You misunderstand me. Come now, you're a smart fellow. Allow me to illuminate. Listen, Mr. Marston. What I need is one of those nasty buggers that spits poisonous snot on you. If in your travels you can find a spare one, we can make moving picture history. You're worse than they are. Each to their own, Mr. Marston. But if you find the time... Fang einen Würger in Gaptooth Ridge und bring ihn zurück zu McKenna. Und der McKenna, den kennen wir doch. Ja, den kennen wir damals von seinem kleinen Kino in Armadillo. War eigentlich ein ganz netter Kerl. So, bevor ich jetzt hier einfach abhaue, nehme ich noch ein bisschen Beute mit. Glücklicherweise können wir jetzt hier immer zurückkehren. Ich will aber nicht unbedingt in das Zelt, wo der eine liegt. Ah, der fängt sie alle ein scheinbar und will sie dann für Filmdrehs benutzen. Der Typ spinnt doch. Der spinnt doch, der hat sie doch nicht mehr alle. Machen wir ein Foto. Einmal bitte lächeln. Der hat auf jeden Fall Kopfschmerzen. Auf jeden Fall Kopfschmerzen. Ja, okay. Ey, hier sind echt alle durch. Die sind auch irgendwie untot. Haben die denn hier alle einen Sprung in der Schüssel oder was ist los? Was ist nur los mit dem Wilden Westen? Was ist nur los? Ach, ich weiß auch nicht, aber vielleicht werden wir es herausfinden in der nächsten Episode von Let's Play Red Dead Redemption Undead Nightmare. Also dieser Filmtyp, der spinnt doch. Ich weiß auch nicht, dass wir den dafür gerettet haben. Jetzt müssen wir dem irgendwie so einen giftspritzenden Zombie organisieren für seine Filmdrehs. Naja, vielleicht machen wir das.